Ein Thema am Rande, das fiel mir heute so auf, als ich mit dem Jasper heute hier ein bisschen gearbeitet habe. Jasper hat mich mal wieder besucht, ist nicht mein Hund. Wissen ja einige von euch, manche eben auch nicht. Der Knabe begleitet mich jetzt hier schon über 8 Jahre. Ein sehr ausdrucksstarker Hund, ein sehr trockener Rüde. Ein Hund, der eine sehr, sehr starke Persönlichkeit hat. Also es ist keiner für einen Anfänger, einer, der genau weiß, was er will, der auch ganz klar sagt, wenn er was nicht will. Aber ein Typ eben, der hier seinesgleichen sucht. Und als ich heute gearbeitet habe, da fiel mir, wie gesagt, eine Frage ein, die man mir gestellt hat. Und zwar, kann man denn mit einem Hund, der jetzt nicht unbedingt bei einem lebt, auch eine tiefe Beziehung eingehen, eine sehr tiefe Bindung eingehen? Die Antwort ist ganz klar, ja, das kann man. Und wir schauen uns jetzt hier mal eine Szene an. Man sieht, wie ich mit dem Jasper so ein bisschen ein Spiel reingehe. Er packt da in dieses Beißkissen rein. Sehr viel Druck in seinem Biss. Lässt natürlich auch etwas von seinem Charakter erkennen. Und da macht er es richtig schwer. Da zieht er sich richtig runter. Und jetzt das Spannende. Wir kennen die Videos von Katze, die ja dann die Beute gespuckt hat und dann aus der Beute sofort in diese soziale Geschichte reingekommen ist. Sie hat mich über jede Beute gestellt. Jasper hier macht es jetzt genauso. Ich gebe das Bindungssignal. Der Hund fängt sofort an, die Beute zu spucken. Der Blick geht sofort zu mir. Entspannt. Nicht in dieser Hektik, das Gehechel, dieses bah, ich will noch die Beute, sondern er schaltet komplett raus. Jetzt eben auch eine Szene, die bekannt ist von der Katze, eben von dem Malinois. Auch hier der Jasper geht sofort in die soziale Kompetenz, nimmt das Lob an und geht dann, wie gesagt, mit mir in die Kommunikation rein. Jetzt hier sieht man auch schön, wir gehen jetzt, ich fordere ihn auf, einfach mal alles sein zu lassen und da geht er einfach mit. Der Jasper hier hat nie einen Fuß gelernt, das ist kein Fuß, also der läuft jetzt hier nicht, weil ich sage Fuß, sondern er ist immer so ein Hund, der diese Position ganz, ganz eng bei mir hält, zeigt so seine Verbundenheit und wie gesagt, ganz, ganz spannend. Also, hier sieht man eben, dieser Hund lebt nicht bei mir, er kommt mal alle 3 Wochen, vielleicht einmal, manchmal sehe ich ihn 3 Monate nicht. Und dann schläft er wieder mal ein paar Tage bei mir und man sieht hier diese Verbundenheit mit mir und dem Hund. Also, ganz klar, kann man mit einem Hund eine Fremdbeziehung führen? Meine Antwort, wie gesagt, ganz klar, ja. Das Einzige, was du machen musst, um mit einem Hund, der eben nicht bei dir lebt, in die Verbindung zu kommen, du musst authentisch sein, du musst klar sein. Wir haben uns hier gefunden, ich mag den Kamerad. Also, für mich, eine absolut spannende Geschichte.